Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist Onkel Nupsi. Und heute nehme ich euch wieder mit in Conans großer Welt. Leute, was war das für eine letzte Folge? Ich hoffe nur, ihr habt sie gesehen, denn die war spannend. Die hatte Action. Wir sind also weiter Richtung Norden gewandert. Auf der Map sieht das so aus. Von hier sind wir losgedackelt, trop, 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 und sind jetzt hier gelandet. Okay. Unterwegs haben wir einen Mammut getroffen. Natürlich ausgewichen, wir werden nicht die Konfrontation suchen. Und dann passiert etwas Unglaubliches. Nämlich, ich spawne fest, mank irgendwelche Steine. Und rucki zucki kommt doch Tatsache ein bescheuertes Nashorn an. Ja, es kommt ein Nashorn. Und kämpft mit mir. Jo. Das ist passiert. Aber viel wichtiger war, das hat nicht nur mit mir gekämpft, sondern wir haben sie getötet. Ja. So sieht's nämlich aus. Ja. Und jetzt sind wir, wie gesagt, so schön weit schon. Ich glaube, das ist hier eine ganz tolle Ecke. Bin mir da noch nicht so richtig sicher. Aber könnte mir das schon vorstellen. Und deshalb... Ach so, du auch noch. Ja, warte. Na nu, in der Rechter sonst. Okay. Ist das genial. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mal so weit komme. Was heißt nicht gedacht? Natürlich habe ich es gedacht. Sonst wäre ich ja nicht losgelogen. Ja. Wir sind erstmal hier oben. Lecker, lecker, lecker. Okay. Ich bin hier oben. Hier oben kann ich nicht machen, das ist schon klar. Sklavenstraße. Ach nee, ich kann hier doch was machen. Aha. Das ist die Sklavenstraße. Okay, somit habe ich was entdeckt. Immer weg, was entdecke. Gibt es XP, glaube ich. Ja, nichts genau, das weiß ich. Okay, Sklavenstraße hin, Sklavenstraße her. Die Temperatur ist hier in Ordnung. Ja, was mich ja auch wundert. Ich könnte mich ja hier schon fast wieder anziehen. So. Müssen mal gucken, da jetzt auch noch hoch. Brauche ja irgendwo einen Punkt. Wie? Ich höre euch hier irgendwas. Na? Hast du Lust? Hm, hat Lust, ich sehe schon. Okay, ich bin natürlich völlig überfüllt. Auch so ein schönes Nashorn-Ding drin, aber ich werde mich natürlich kaum von meiner Nashorn-Trophäe befreien. Nee, nie im Leben. So. Okay, pass auf. Ich kann hier oben nicht ewig rumtun. Ich muss eine Entscheidung fällen. Und da ich mich schon wieder fast verlaufen habe, sage ich mal, ich muss hier wieder runter. Ich muss hier runter. Ich muss zum Wasser. Denn das habe ich hier nicht ewig. Ja.
Fälle, ja? Wisst ihr, was ich meine? Also Eisen finde ich hier oben, ist okay. Aber ich muss runter. Oh, Spinnen. Sehr interessant. Okay, okay. Später. Ich muss erstmal mich richtig. Ich muss mich erstmal bereit machen. Sag ich jetzt mal so. Ich muss hier noch ein bisschen was sammeln und. Ich brauche eine kleine Base. So, das wollte ich eigentlich sagen. Ich brauche eine kleine Base und die wird da drüben sein. Da, guck mal da. Dit, naja, gut. Weiß ich nicht. Kann ich hier vielleicht mal was abbauen? Dann kann ich vielleicht mir ein paar Fundis machen. Ich guck mal kurz. Ich mir hier ein paar Fundis mache und dann erstmal irgendwo eine Penne mache. Oh, da ist auch schon eine Spinne. Oh, die sind aber dicht dran. Ich bin noch nicht spinnenbereit. Muss ich mal dazu sagen. Da drüben wollte ich hin. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Pass mal auf. Sollte ich vielleicht hier erstmal mein Bett hinlegen? Da unten. Da, der See da hinten. Der interessiert mich. Okay. Wir versuchen mal hier hoch irgendwie. So, das scheint da jetzt safe zu sein, oder? Ah, ich glaube schon. Gut. Dann hauen wir uns hier unsere Falle hin. Ich hoffe, die liegt hier. Na, das sendet nur wieder. Okay. Gut. Und als Spawnpunkt. Okay, Spawnpunkt ist aktualisiert. Das ist schon mal gut. Ja, ich muss auch mit dem Krokodil kämpfen, das ist schon klar. Essen, Essen, Essen haben wir. Trinken, trinken müssen wir. Okay, also es hilft nicht. Wir müssen raus. Wir müssen nur rüber. Ich will ja auch sehen, was da drüben los ist. Genau. Nehmen wir das Schild nach vorne. So, und jetzt los, bevor es dunkel wird. Oh, viele Krokodile? Oder ein Krokodil? Ein Krokodil. Ist das der einzigste Krokodil oder kommt da noch was? Okay, ich versuch's mal von Weitem zu machen. Vielleicht kann ich das schon so weit schwächen. Okay, es kommt. Ja.
Jo, das war eine gute Sache. Weil nur ein totes Dingsterbums, das ist ein gutes Dingsterbums, da wollte ich sagen, wa? Okay, Sack ist voll. Lass uns gucken. Ist da jemand oder ist da keiner? Hier ist keiner. Ich werde ja irre. Das ist es. Das wird meine Base, Freunde. Ja. Also ich würde doch mal sagen, das ist eine hübsche Ecke, ja? Ja, behaupte ich einfach. Ich behaupte einfach, das ist eine schicke Ecke. Wir müssen hier zumachen. Eine kleine Türin, dann können wir uns das hier schön ausbauen und die Welt ist in Ordnung. Genau so tun wir es. Okay, ich brauche Steine natürlich. Steine. Steine liegen hier rum, die kloppe ich weg. Okay, die spawnen nicht wieder, aber egal. So, wir versuchen mal gleich unser Werkzeug zu reparieren. Gelingt uns fantastisch. Und dann war genau das falsche Werkzeug. Das brauchen wir. Und das können wir nicht machen, weil uns fehlt was. Ach, ich glaub's ja nicht. Ja, was wollen wir jetzt machen? Können wir ja nicht machen. Ich mache noch ein kleines Lagerfeuer, wenn die nehmen ist. Okay. Na, das ist ja der Hammer hier, ja. Und da bin ich ja mal richtig happy. Ja, nee, wirklich, wirklich, wirklich. Ganz, ganz schick. Gefällt mir ganz toll. Tadam, tadam, tadam. Ich das Ding hier nirgendwo hinstellen, weil. Ich weiß nicht. Ja, okay. Gut. Jetzt die Axt raus. Und wir müssen Steine kloppen wie die Willen. Ich meine, ich werde da wohl nachts nie angegriffen, oder? Aber nichts genau, das weiß man auch. Pass mal auf, ich schmeiß mal hier was auf den Grill, wenn ich was habe. Ich hab was. Hauen wir uns mal hier so eine schöne Länderin. Okay. Tja. Ansonsten muss ich sagen, ist das hier. Ja, genau hier. Das ist vom Feinsten. Und guck mal, hier haben wir jetzt einen kurzen Weg. Auch wenn hier viele gefahren sind. Wir haben hier Spinnen, wir haben hier Mammuts. Also wir können hier alle mögliche Scheiße noch bestehen. Vielleicht mache ich nochmal einen Jump zurück, um wichtige Sachen zu holen, die wir unten zu liegen haben. Aber andersrum liegt da nichts, was wir hier nicht uns neu schaffen können. Eisen, okay. Wir müssen Eisen schmelzen unbedingt. Wir müssen. Ja. Wir müssen so viele noch machen, ja. Craften wie die Willen. Können wir hier schon ein paar Fundis machen? Also ich muss ja definitiv erstmal eine Wand stellen, wa? Das ist ja schon mal klar. Ich muss da vorne eine Wand machen, dass da zu ist. Und wir hier drinnen erstmal unsere Ruhe haben. Und hier drinnen können wir ja so. Ach, ist das herrlich, Mensch. Ich kriege mich ja nicht ein, wa? Ihr merkt das schon.
Ja, das war ein guter Move. Ein toller Move war das. Und was haben wir denn hier? Kohle auch noch? Tatsache. Ja, ist nicht Fülle. Aber ist was. Tja. Das wird. Oh, da brauche ich viele Steine, da brauche ich viel Werkzeug. Ich glaube, ich mache mir erst einen Ofen, um Eisen zu schmelzen. Und mach die Steine hinterher, denn ich habe ja gleich kein Werkzeug mehr. Und dann? Aber ich kann jetzt so nicht so viel sammeln. Weil ich habe ja keinen Platz. Ach, das ist wieder ein. Ach, ein Teufelskreis, sage ich euch. Eine Truhe brauchen wir. Eine Truhe. Ein Herd, keine Truhe, Mensch. Keine Truhe oder was? Was verstehen gerade nicht? Holztruhe, mir fehlt Zwirn. So. Ich meine, das Obercoolste wäre ja, wenn in diesem Bach, den ich hier vor der Nase habe, wenn da noch Fische drin wären, wa? Na, das wär's ja. Das wäre ja obergenial. Kopf, Kohle, Steine. Okay. Hauen wir weg. Fundis. Jo. Okay. So. Achso, mal hier mal gucken, ob hier das Fleisch fertig ist. Gegrillte Keule, exotisches Fleisch. Na, macht mal. Okay, wir knuspern hier weiter. Wie gesagt, Stein kann ich mir nachher zur Not auch noch von draußen holen. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns ganz schnell erstmal einen Ofen. Einen Ofen, damit wir Eisen herstellen können. Und damit unsere Hacke wieder reparieren. Sonst kloppen wir uns ja dusselig, ja? Ihr wisst, ohne Eisenhacke gibt es weniger Rohstoffe. Und das heißt, wir müssen noch mehr ackern. Okay, mal gucken. Wie viele Steine haben wir? 100, 200, 300 würde ich sagen. Brauchen wir noch einen Schluck.
Das war's. Okay. Hungrig. Okay. Das soll's nicht sein. Davon haben wir ja nur hier noch. Nachgespawnt mitnehmen. Okay. Jetzt gucken wir nochmal. 100, 200, 300. Jetzt sollte das reichen. So, ein Ofen bitte. Ja. Hier. 350, 550. Scheiß die Wand an. Eieieiei. Tja, ich bräuchte eine Steinaxt. Wenigstens. Und weiter jetzt. Dieser Kacke. Ein Werkzeug hergestellt, da bin ich glücklich. Und so ein Schicket. Na, ist nichts zu ändern. Was soll ich machen? Wir brauchen 550 Steine. Oh, warte, warte, warte. Ja, gut. Müsst ihr euch eigentlich auch ja nicht mit an... Naja, doch... Wir wollen zusammen noch schnell den Ofen hinstellen. Und dann will ich euch entlassen. Ich will jetzt hier auch nicht allzu weit draußen rumhopsen. Wegen der anderen, wisst ihr? Wegen der Tierchen und so. 550 sind wir mal, Nani. Das wird auch eine Herausforderung, hier eine Wand zu stellen. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Also ich staune wirklich, was diese alte Steinaxt kann, ja? So, sind wir schon bei 500. Siehst du, nicht, dass ich jetzt noch raus muss, um die Scheiße zu sammeln. Und dann beim Steine sammeln die Hufe schmeißen, der Bert. Ich schätze hier in der Trockenheit, da kommen... Naja, was heißt, da kommen nur? Ich lach mal durch. Ich wollte sagen, da kommen nur Spinnen, aber das reicht ja auch völlig. Wir hatten ja schon mal Begegnungen mit so einem Teil. So ein Achtfüßer. Ich sag mal, so geil war es nicht. Redig nicht von, redig nicht von, ich rede von, jawohl. Möchte nicht mein Zeug verlieren. Ach Quatsch, hier los, komm. Wenn du kommst, dann kommst du. Leck doch Arsch. Komm zum Glück nicht. Ofen, 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 Ofen. Das wäre natürlich schön, wenn jetzt der Ofen so weit wäre. 540 haben wir immer noch nicht. Nein, das kann ja nie sein. 534. Hops.
Da ist er. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Also, ich bin...